mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. Die heutige Episode beginnt wieder mit einem Gast und zwar habe ich mir den Richie eingeladen. Richie ist Clubfitter bei Golf Götze in Weiterstadt und er wird uns ein bisschen einweisen in die Thematik, warum man eigentlich ein Holz 3, ein Eisen 3 oder eben auch ein Hybrid 3 kaufen kann, was die Unterschiede sind zwischen den einzelnen, obwohl sie ja alle dieselbe Nummer haben. Ja, um vielleicht noch kurz zu Beginn noch zu sagen, Richie ist derjenige, der dafür gesorgt hat, dass ich endlich meinen Garmin R10 habe. Hat mich sehr, sehr gefreut, daher nochmals vielen, vielen Dank. Aber Richie, vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörern zu, wer du bist, was du machst und warum du eben der perfekte Ansprechpartner für genau diese Frage Holz 3, Eisen 3, Hybrid 3 bist. Ja, hallo Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich hoffe, das merkt man nicht zu sehr. Alles gut. Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin der Richie, von Hause aus bin ich Fitnessökonom und habe BWL studiert und war ganz lange Studioleiter in Bad Homburg von einem Personal Training Studio. Bin natürlich leidenschaftlicher Golfer und da hatte sich das mal einfach so ergeben, dass ich selber bei einem Iron Fitting gewesen bin und habe dann einfach mal, weil bei mir ein beruflicher Wechsel so, naja, was heißt in Aussicht stand, aber ich hatte schon mal überlegt, ob ich mal was anderes mache und dann habe ich jetzt könnte man fast sagen, ja, Kollegen damals angesprochen und habe gesagt, ja, du sag mal, arbeitest du eigentlich gerne hier? Der war dann ein bisschen verdutzt und sagte so, ja, und ich so, ja, das möchte ich jetzt auch, mit wem muss ich reden? Und ja, so ging's los und kurze Zeit später war ich dann Golf-Clubfitter bei Golf Götze. So schnell kann es gehen, gell? Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Im Oktober jetzt genau ein Jahr. Also genau, du machst das jetzt seit einem Jahr, bist quasi noch richtig frisch dabei, hast dann eben auch noch nicht so die Vorprägung, dass der Schaft von 1988 immer noch der beste Schaft der Welt sei und hast da mit Sicherheit auch die diverse Erfahrungen schon sammeln können. Und ja, deswegen ist so, das ist... Der Podcast ist ja auch dafür da, dass ich meine Fragen kläre mit Leuten, die mir es beantworten können, ohne dass ich irgendwo hinfahren muss. Deswegen mache ich das ganze Thema ja. Und deswegen, Richie, bist du ja einfach prädestiniert als Ansprechpartner für mich, was denn der Unterschied überhaupt ist. Weil die Nummern bei Eisen 3, Hybrid 3 und Holz 3 oder auch ein Eisen 4, Hybrid 4 und was es da alles gibt, ist ja irgendwie gleich. Aber gibt es da wirklich große Unterschiede von den Schlägern? Oder wenn ich einen davon habe, kann ich die anderen beiden ersetzen? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was das alles so bedeutet. Ja, dann möchte ich ein bisschen vorweggreifen quasi. Die Nummern, die auf den Schlägern stehen, sogar wenn ich zwei Eisensätze quasi vergleiche und vergleiche das eine Eisen 7 mit dem anderen Eisen 7, das ist schwierig. Ja, also leider ist das im Golf, auch wenn man häufig das Wort Standard in den Mund nimmt, gibt es im Grunde genommen keinen Standard. Also ein Eisen 7, das ist jetzt keine DIN, keine deutsche Industrienorm. Da gibt es Unterschiede im Loft, vor allen Dingen im Gewicht, innerhalb des Schlägerkopfes und dann natürlich auch von den Schäften her. Deswegen, das macht es auch manchmal in der Kommunikation, im Fitting ein bisschen schwer. Wenn man sagt so, ja, orientieren Sie sich jetzt vielleicht nicht so ganz an dem, was Sie bisher unter Eisen 7, sage ich jetzt mal, verstanden haben, sondern wir müssen eher von den Specs, von den Specifications ausgehen, wie dieser eine Schläger jetzt wirklich beschaffen ist. Ne? Mhm. Also, aber klar, man kann schon jetzt ein Fairway-Holz, ein Hybrid und ein Driving Iron, da gibt es Unterschiede, man kann sie vergleichen. Die Unterschiede bestehen vor allen Dingen darum, wofür will ich es einsetzen, ne? Wofür will ich jetzt diesen Schläger überhaupt haben und wer steht am Schläger, ja, für wen ist es geeignet oder eher nicht geeignet, ja. Mhm. Aber wenn wir uns vielleicht schon so vorweg ein bisschen drauf einigen können, uns von diesen Holz 7, Hybrid 5, Driving Iron 2 oder so, wenn wir uns da ein bisschen von den Nummern entfernen könnten, sondern vielleicht eher so ein bisschen über Lofts und über Abflugwinkel und über Einsatzgebiet, das würde es, glaube ich, leichter machen. Ja klar, also du bist der Chef.
Du weißt uns da ein, was es ist. Also ich kann es von mir sagen, ich habe ein Eisen 4, habe ein Hybrid 4 und ich weiß ganz genau, mein Hybrid 4 ist einfach, der hat einen höheren Abflugwinkel, ist einfach ein bisschen einfacher zu spielen, geht einfach auch leichter aus dem Rough. Und mein 4er Eisen, das kann ich tatsächlich nehmen, wenn ich irgendwie eine gewisse Distanz zum Grün habe, aber ohne viel Hindernisse, weil ich weiß, es fliegt flacher, es rollt dafür auch länger. Ist aber auch für mich immer noch ein bisschen schwieriger zu treffen wie eben dieses Hybrid 4. Und deswegen war so mein Gedanke, ja, und bei Holz gibt es ja auch alles irgendwie so gefühlt. Was ist da überhaupt so der Unterschied? Ich gehe einfach mal davon aus, das ist so meine Vorwegnahme, Einwandvorwegnahme könnte man schon fast sagen. Das Eisen wird das Schwierigste zu treffen sein, das Hybrid das Leichtere davon zu treffen sein. Jetzt hat es keiner gesehen, aber Richie hat gerade so ein bisschen so mit den Händen gemacht. Bisschen gewackelt und ja, und das Holz 3 zum Beispiel in dem Falle ist für mich eben vom Fairway zum Beispiel ein recht schwieriger Schläger. Da ist definitiv das Hybrid für mich oder auch ein Eisen leichter zu treffen. Vom Tee ist es wieder was anderes. Da kann ich nur, wie gesagt, nur von mir sprechen. Da bin ich recht konstant mit meinem Dreierholz. Aber ja, vom Fairway, da gab es mal bessere Zeiten in meinem Golfspiel mit diesem Schläger. Aber reden wir über Loft, reden wir über Abflugwinkel, reden wir darüber, was du schon angesprochen hast. Weise uns ein. Also du hast eine ganz tolle Sache gesagt und zwar du hast gesagt, glaube ich, für dich ist das Eisen in dem Fall leichter zu spielen als das Fairway-Holz. Ne? Genau. Und ganz wichtig ist jetzt bei dem Punkt, für dich ist das einfacher zu spielen. Ich kann dir ganz viele Spieler sagen, die könnten mit so einem längeren Eisen Driving Iron überhaupt nichts anfangen und die spielen dir aber die Fairway-Hölzer richtig gut. Ne? Also das ist eigentlich schon fast des Pudels Kern. Für dich ist es super. Ne? Also wenn ich jetzt der Klassiker, den es schon lange in den Bags gibt, sind ja die Fairway-Hölzer. Ne? Die Driving Iron sind ja eine relativ neue Erscheinung, zumindest in der Form, wie es die jetzt gibt. Und die Hybride im Grunde genommen auch, ja. Also als ich mit Golf angefangen habe, da waren die Hybride ja noch fast ganz neu. Da hatte das noch gar nicht jeder im Back, ne? Da war das am Anfang verpönt. Ja, genauso wie jetzt so ein Chipper verpönt ist oder auch ein Fairway Holz 9, ne? Da rümpfen ja auch noch ganz viele die Nase drüber und sagen, ja, wer braucht denn sowas, ne? Oder weiß, dass es 9 gibt. Ja, gibt es. Ja. Und es hat durchaus auch seine Berechtigung, auch so ein Fairway Holz 7 oder sowas. Ne? Also, und so war das mit den Hybriden auch. Ne? Das Gleiche ist, ich habe das auch noch ganz häufig im Fitting, dass ich, wenn ich auch sehr gute Spieler, die vielleicht schon sehr lange dabei sind und die wollen einen neuen Eisensatz haben und dann sagt man denen auf einmal, ja, pass auf, du brauchst zwischen deinem Pitching Wedge und deinem Sand Wedge auch noch ein Gap Wedge, dann kommt ganz häufig, nee, das habe ich noch nie gebraucht. Ne? Und da kommen wir jetzt wieder zu diesen Dingen, dass es im Grunde genommen keinen wirklichen Standard oder Norm gibt, weil sich das Material auch in der Zeit verändert hat. Früher war so ein Gap Wedge auch nicht unbedingt notwendig, weil wir zwischen Pitching und Sand Wedge nicht so eine riesen Loftlücke hatten, wie bei den modernen Sätzen. Und inzwischen ist das schon fast die Pflicht, wenn ich auch mal wirklich einen Grün treffen und halten möchte. Also, dass er nicht wieder runter saust. Ne? Und so ist das bei ganz vielen. Da muss man manchmal echt so ein paar alte Zähne ziehen irgendwie und viel Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Aber kommen wir nochmal jetzt zum richtigen Thema zurück. Ne? Alles gut. War jetzt fast eher so eine kleine Präambel irgendwie. sorry. Nee, ich finde es wichtig. Ja, kommen wir mal, also wie gesagt, der Klassiker ist ja das Fairway-Holz. Das kennen viele, das haben ganz viele schon lange Zeit in ihrem Bag. Manche hassen es, manche lieben es halt, ne? Und wofür ist das Fairway-Holz eigentlich da? Also der Klassiker ist eigentlich der zweite Schlag auf einem zum Beispiel langen Par 5. Ne? Ich habe einen Abschlag und ich habe noch echt viel Strecke zum Grün zu machen. Dann nehme ich mein Fairway-Holz, weil das soll schön weit nach vorne gehen. Ne? Also lange Transportschläge über das Fairway quasi. Was sind die Vorteile von so einem Fairway-Holz? Ne? Wir können theoretisch mit so einem Fairway-Holz eine sehr große Headspeed, also eine Schlägerkopfgeschwindigkeit erzeugen.
Zum einen ist das, weil der Schaft einfach von diesen drei Dingen, also Hybrid, Driving Iron und Fairwayholz, einfach der längste ist. Und das ist dann einfach Physik. Längerer Schaft, gut getroffen, dann müsste der Kopf eigentlich schneller werden. Ne? Im Vergleich zu den beiden anderen Varianten habe ich beim Fairwayholz halt auch einen recht geringen Spin. Das heißt, das Ding sollte dann auch noch weiter nach vorne rollen. Ja, ich springe jetzt immer ein bisschen so hin und her. Ich hoffe, wenn du merkst, es wird zu unübersichtlich, dann bremst mich aus, voll? Da ich auch so jemand bin, der immer sehr gerne geistig hin und her springt, sollte es funktionieren, aber wenn ich nicht mitkomme, gebe ich Bescheid. Okay. Das klingt ja alles erstmal schon saugut, ne? Also das hat einen langen Schaft, das hat eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, das geht weit, ne? Mhm. Und ich habe ja auch schon gesagt, geeignet für diesen zweiten Schlag, ein langes Ding übers Fairway. Warum brauche ich dann überhaupt das andere Zeug, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Nachteilen. Ich habe wenig Spin und das Ding rollt relativ weit aus. Dann wird es ja verhältnismäßig schwer, wenn ich jetzt schon versuche, das Grün anzugreifen, den Ball auch da zum Liegen zu bringen. Ne? Mhm. Da könnte man sich jetzt überlegen, okay, da wäre schon vielleicht wieder das Einsatzgebiet des Hybrids oder des Driving Irons vielleicht besser. Ne? Mhm. Viele haben halt, und wahrscheinlich bist du jetzt einer von denen, wenn du sagst, das Fairwayholz ist nicht so dein Best Buddy irgendwie. Vom Fairway. Vom Fairway, ja. Aber ich meine, dafür ist es ja eigentlich erstmal gemacht, ne? das Ding hat ja einen echt langen Schaft und wenn ich es jetzt mit einem Driver zumindest vergleiche, einen verhältnismäßig kleinen Kopf. Ja. Mhm. Und dadurch ist es natürlich recht schwer spielbar, gerade vom Fairway aus. Ne? Und das andere ist, durch diesen wenigen Spin dann ein Grün auch wirklich zu halten, ist halt auch echt schwer. Ne? Und dann kommen wir eher zu den beiden anderen Varianten. Ne? Das Hybrid jetzt zum Beispiel, das wird ja auch so als Verbindung zwischen den Eisen und den Hölzern dann gesehen, ne? So als Bindeglied quasi. Was ich hier echt für einen Vorteil habe, zumindest, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt schwerer zu spielende und leichter zu spielende. Aber die Schlagfläche von den meisten Hybriden, die kann ich viel fehlerverzeihender gestalten vom Hersteller aus, als jetzt die Schlagfläche von so einem Fairwayholz oder Driving Iron. Ja? Das interessiert mich natürlich. Warum? Weißt du das? Ja, also im Vergleich zum Driving Iron habe ich da halt zum Beispiel mehr Cavity. Also da kann ich eine große Hohlraumkonstruktion zum Beispiel erzeugen. Ne? Dass der Schwerpunkt einfach tiefer liegen kann zum Beispiel. Dass man ja, genau. Ich kann da mit den Gewichten auch spielen. Mhm. Das kann ich auch mit dem Fairwayholz, aber beim Fairwayholz habe ich halt wieder diesen langen Stick auch dran. Ne? Da bin ich weit weg vom Ball quasi. Ne? Also habe ich da ähnlich die Vorteile vom Kopf her wie beim Fairwayholz. Und die Vorteile vom Driving Iron durch den relativ, muss man ja immer sagen, relativ kurzen Schaft. Ne? Also zusammengefasst, eher leicht zu spielen durch den kurzen Schaft. Ich habe, wenn ich das jetzt mit dem Fairwayholz vergleiche, habe ich einen etwas niedrigeren Abflugwinkel. Mhm. Ja? Aber dafür auch der höchste Punkt ist höher quasi, der Peak, ja, der ist dann höher. Und ich habe mehr Spin auf dem Ball, ja. Und dadurch kann ich halt wirklich, wenn ich jetzt sehe, okay, das Grün ist in Reichweite meines Hybrids, dann kann ich das auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster angreifen, weil ich nicht befürchten muss, dass selbst wenn ich es treffe, dass mir der Ball da wieder runterrollt, quasi, dass er wegwischt, quasi, ne. Zu den Hybriden möchte ich noch mal eins sagen, weil das sehe ich immer so im Fitting, dann, sagt jemand zu mir, ja, ich bin auf der Suche nach einem Rescue, ja, und dann sag ich irgendwann mal, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, irgendwie dir ein schönes Hybrid rauszusuchen und dann höre ich immer ganz, nein, ich suche ein Rescue, ja, und das möchte ich an dieser Stelle mal aufklären, ne, also der Begriff Rescue, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist der von TaylorMade, die so ein bisschen auch als zumindest so die Erfinder des Hybrids oder Rescues dastehen. Ne? Der wurde da eingeführt. Das ist so ein bisschen wie mit Tempo und Taschentuch, könnte man das sagen. Oder Zewa, ja? Oder genau.
Genau, wenn ich zu dir sage, Andreas, gib mir mal ein Tempo, dann wirst du bestimmt nicht, wenn du eins hast, zu mir sagen, nee, habe ich nicht, ich habe nur Taschentücher. Ja, also so ist das, ne? Um das einmal aufzuklären quasi. Also anderer Name, aber es geht um die gleiche Chose quasi. Genau. Ja? Okay, dann haben wir ja die Hybride schon so ein bisschen abgefrühstückt quasi, wofür man die einsetzt. Ne? Jetzt bin ich gespannt, ja. Und dann haben wir ja jetzt noch die Driving Irons. Und ich sag dir eins, die erfreuen sich gerade großer Beliebtheit. Und auch gerade bei Leuten erfreuen sie sich großer Beliebtheit, wo man fast so ein bisschen sagen möchte, überleg dir doch mal, ob du das so gerne magst quasi. Oder ob da nicht vielleicht wirklich ein Fairway-Holz oder ein Hybrid vielleicht doch die bessere Variante wäre. Ich nehme dir absolut ab, dass du mit denen gut klarkommst. Ne? Ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen und jeder, der dich noch nicht gesehen hat, der Typ ist groß. Ja, also 1,90 geht noch. Für mich mit 1,75 Meter ist alles, was über 1,80 groß ist, schon fast eine Behinderung quasi. Nein, alles gut. Okay, wodurch kann man denn die Driving Irons, also die langen Eisen dann und besonders die neueren Varianten? Weil da wollte ich ganz kurz einhaken. Ja. Ich kenne den Begriff jetzt erst seit, ich weiß es nicht, Driving Irons vielleicht seit 2-3 Jahren. Meine Eisen sind auf jeden Fall älter. Da hieß es noch nicht, dass es jetzt irgendwie so einen Zusatz gibt. Ich war damals nur erstaunt, dass es leider kein Dreier-Eisen bei dem Mizuno-Satz, Werbung, gab, den ich da natürlich bei Golf Götze gefittet bekommen habe. Und da war, glaube ich, noch gar nicht so das Thema Driving Iron da. Bevor wir auf das Thema der Driving Irons gehen, vielleicht nochmal ganz kurz einen Abriss. Reden wir jetzt einfach von dem Standard-Set, wo ein Dreier-, Vierer Eisen dabei ist? Oder reden wir von den speziell seit ein paar, nennen wir es mal Jahren, in Mode gekommenen Driving Irons, die man extra dazu kauft, wie ein Hybrid, wie ein Fairway-Holz oder wie ein Driver zu seinem Eisensatz? Auch da muss man wieder sagen, der Begriff Driving Iron, da haben wir eine Vorstellung im Kopf und meistens hast du recht. Wenn wir von Driving Iron sprechen, der Begriff ist nicht irgendwie geschützt oder dass man den nur für einen, ne, das ist wie mit diesen Standards, die in Wirklichkeit keine Standards sind. Die allermeisten, wenn die sagen, ich interessiere mich für einen Driving Iron, meinen die gerade genau das, was du angesprochen hast, diese relativ neuen Sachen, die wir jetzt in den Shops finden. Ne? Mhm. Und da muss man so ein bisschen sagen, da gibt's auch solche und solche. Es gibt wirklich unter dem Label Driving Iron so Dinger, die sind einfach wie lange Eisen mit wenig Loft. Ne? Mhm. Ähnlich wie das, was wir aus den Sätzen kennen. Und es gibt ganz extreme Varianten, wo ich einfach sage, da könnt ihr Driving Iron draufschreiben. Für mich ist das einfach ein sehr sportliches Hybrid mit einer Hohlraumkonstruktion, mit da wird mit Gewichten gespielt, dass man halt, obwohl das Ding so lang ist und so, dass man noch gut unter den Ball kommt. Also das sind so fast schon Hybride. Übrigens, das Gleiche gilt für Schlägersätze, für Eisensätze. Mhm. Wenn du dir zum Beispiel mal den T400 von Titleist ansiehst, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und du guckst wirklich dir diesen Kopf, nimmst den mal in die Hand und guckst dir den genau an. Dann müsstest dir eigentlich sagen, naja, also irgendwie sieht es auch schon eher aus wie ein kleineres Hybrid und nicht wie ein Eisen. Ne? Weil die ein bisschen dicker sind, eine längere, breitere Sohle haben, glaube ich, hinten auch geschlossen sind. Mega Offset, riesen Hohlraumkonstruktion. Ja. Ne? Also das sind im Grunde genommen Hybride. Ja. Und bevor man da jetzt auch viele rümpfen dann so die Nase drüber, ja, das ist ja doch eigentlich ein Hybridsatz. Meine Einstellung auch im Fitting ist immer, ja, auch wenn es so ist und egal welchen Namen du dem Kind gibst, solange der Spieler damit einen besseren Score macht und mehr Spaß auf dem Platz hat, ist mir das vollkommen Wumpe, solange es natürlich noch regelkonform ist. Ja, klar. Ach, also,
Aber das ist das, was ich versuche, den Leuten noch immer wieder klar zu machen. Natürlich hatte ich auch eine Vorstellung, als ich meine Eisen habe fitten lassen, in welche Richtung ich es gerne hätte. Aber man sollte weggehen von diesem, wie ich sage, so ein bisschen dieses Markenaffine, wenn jemand sagt, er spielt nur Callaway, er spielt nur Mizuno, er spielt nur TaylorMade oder wie auch immer, ist das ja vollkommen okay. Da gibt es ja auch eine große Bandbreite. Aber wenn man einfach offen ist und sagt, Leute, ich will was, was mein Spiel befördert oder beflügelt, fitte mich zu dem, was zu meinem Schwung und zu meinem Spiel passt. Und da ist man einfach viel, viel offener, wie zu sagen, es muss aber das sein, es muss das sein. Deswegen, ja, wer jetzt regelmäßig den Podcast hier hört, der weiß es. Ich spiele Mizuno-Eisensatz und habe von Anfang an auch in meinem Kopf gehabt, Mizuno werde ich niemals spielen, weil mir diese Marke per se einfach irgendwie unsympathisch erscheint. Aber am Ende des Tages war ich in Weiterstadt, habe mich fitten lassen, habe gesagt, ich will nicht wissen, was da unten am Schläger ist. Ich will einfach spielen und das Zeug soll zu mir passen. Und derjenige, der mich fittet, das ist dem sein Beruf. Der muss wissen, was er tut. Ich bin nur derjenige, der schlägt. Und am Ende muss was rauskommen, wo die Zahlen sagen, es würde passen und wo mein Gefühl sagt, es passt. Und dann kommt wieder der Spruch von Mizuno, nothing feels like a Mizuno. Das Gefühl hat da eben gesiegt. Und da ich ein, wie ich behaupte, ein recht gefühlvoller Spieler in der Hinsicht bin, muss eben das Gefühl auch dementsprechend passend sein. Es hat für mich gepasst und dann wurde es eben der Mizuno-Satz, wo ich von Anfang an gesagt habe, nein, das wird definitiv ein TaylorMade-Satz. Aber man muss neutral dran. Liegt einfach nur an der Sympathie zu der einer Marke, die man einfach hat, oder zu Nicht-Symp- oder Antisympathie zu Marken, die man hat. Aber wäre das jetzt ein, keine Ahnung, ein Wilson-Eisensatz geworden, wäre das für mich genauso okay gewesen wie ein Callaway, wie ein TaylorMade oder irgendwas anderes. Hauptsache, es passt zu meinem Spiel. Und deswegen bin ich immer wieder froh, wenn Leute sagen, es ist mir wurscht, was da unten am Schaft hängt. Hauptsache, es passt zu mir. Nur mein kleiner Senf an dieser Stelle. Ja. Ja, da möchte ich auch noch was zu sagen, Sehr ja. gerne. Und die Einstellung finde ich super, wenn man da sagt, also erstmal muss es mir helfen, ja. Eine kleine Einschränkung mache ich jetzt aber auch, ne? Also zumindest, ich bin ja jetzt auch kein Pro oder sowas. Ich bin Fitter und kein Golflehrer, ja. Und deswegen stehe ich fast immer eher auf der Seite wirklich des Hobbyspielers, des Amateurs. Und das ist Sportfreizeit. Ich arbeite auch schon länger in der Sportfreizeitbranche. Und wenn wir unsere wenige Zeit oder die meisten von uns haben ja eher weniger Zeit jetzt wirklich in so einen Sport investieren, dann hat das was mit Emotionen zu tun. Und wir wollen vielleicht nicht nur immer die beste Leistung bringen, wir wollen Spaß auf dem Platz haben. Und gerade so Material, zumindest sehe ich das so, das muss auch in mir was auslösen. Ich muss einen Schläger, egal ob es der Putter oder Driver ist, in die Hand nehmen und sagen, geiles Ding, damit mache ich jetzt einen geilen Schlag. Ne? Und nur ein Gerät, mit dem ich was Positives verbinde, werde ich auch mittel- und langfristig Zahlen, Daten, Fakten gut spielen. Ja, zumindest meine Einstellung. Ich weiß, ganz viele Fitter gehen da anders dran und sagen, nein, der Kunde darf da keine Präferenz haben, sondern wir müssen jetzt mit Trackman-Daten und Pipapo das Beste finden und dann hat er das zu nehmen. Das sehe ich anders und inzwischen hast du auch andere Handlungsoptionen. Ja, alle Marken, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Früher waren die Marken sehr zielgruppengenau. Ja, wenn ich mir einen Titleist-Satz geholt habe, das richtete sich an die sportlich ambitionierten Spieler, die auch einen guten Ball treffen konnten. Und die anderen, denen konnte man das eigentlich nicht guten Gewissens an die Hand geben, weil man sagte, ja, du magst die Marke sonst wie schön finden, aber das passt nicht zu dir. Jetzt hatten wir vorhin über diesen T400-Satz von Titleist gesprochen. Das ist ja wirklich. Wenn man es böse sagt, das meine ich nicht so böse, wie es klingt, aber damit es mal rüberkommt. Das ist ja jetzt wirklich eine Oma. Das Ding kann ich aus dem vollen Lauf vor so einem Ball klatschen lassen und der Ball geht nach vorne. Ja. So, und wir reden hier von Titleist, was mal wirklich so als der Sportwagen auch galt und auch nach wie vor ist, muss man dazu sagen. Aber das sind alles kommerzielle Firmen, die wollen halt vielleicht nicht alle Zahlungsbereitschaften abdecken, aber zumindest mal alle Spielklassen. Ja, also da wollen die sich ja auch nichts entgehen lassen. Genau. Deswegen ist ein Punkt bei mir im Fitting, wo ich auch immer noch mal nachhake. Pass mal auf, hast du dich schon mal so mit den verschiedenen Marken und Modellen beschäftigt? Gibt es da irgendwas, was du richtig cool findest, was wir heute ausprobieren wollen? Ja, und wenn die da sagen, nee, mir ist das vollkommen egal, wie das aussieht, was für eine Marke das ist, da hake ich immer noch mal nach.
Ja, weil ich würde jetzt behaupten, zumindest bei den gängigen Schlägermarken, ja, egal um was es geht, ob es jetzt um ein Holz geht, ein Driver, ein Putter oder ein Eisensatz, ich finde etwas, was zumindest gut zu dem Spieler passt. Ja. Und dann finde ich es absolut legitim, wenn einer sagt, Mensch, ich finde Mizuno cool oder ich bin total der Callaway-Boy oder Girl, ja, ja, dann probieren wir es zumindest doch mal aus. Ja, klar, das sowieso, ganz klar. Ich finde gerade das Thema, und dann müssen wir noch auf die Driving Irons zurückkommen, ist Puttern. Also für mich ist so ein emotionales Thema einfach der Putter, weil man sieht einfach verdammt viele Leute, die haben dann genau den Putter, den man überall sieht, die schönen Scotty Camerons, die so viel kosten wie einen Monat heizen in diesem Winter. solche Späße, wo ich auch sage, natürlich ist das ein Putter, da ist auch genug Technik hinten dran, da ist auch genug Entwicklungsarbeit hinten dran, der hat seinen Preis, ganz klar. Ob er jetzt aber besser oder schlechter ist, und wir reden jetzt mal nur von der emotionalen Seite, natürlich habe ich das Gefühl, wenn ich einen Scotty in der Hand habe, das Ding läuft, das ist heiß, das Ding läuft, da gehen die Bälle rein. Wenn man eben sympathisch gegenüber demjenigen steht, wenn man sagt, nein, man ist da komplett nicht einverstanden mit der Mentalität, sage ich jetzt mal, was das verkörpert so ein bisschen, wird der Ball eher daneben gehen, obwohl vielleicht alle anderen Faktoren gleich sind. Nur, ja, ist für mich eben so immer der Punkt, auch mit Golfbällen oder mit Schlägern ist wurscht, kann ich die Leistung, die der Ball oder die das Produkt abrufen oder die das Produkt braucht, auch abrufen. Kommen wir zum Ball, Pro V1, bringt mir nichts. Also das ist so, ja natürlich, das ist der Ball der Bälle, das ist das der heilige Gral. Wenn du den richtig drauf ballerst, dann ist der natürlich von der Performance her mit Sicherheit einer der besten Bälle, den man so auf dem Markt überhaupt bekommen kann. Aber kann ich das überhaupt abrufen? Bringt mir das was? Und kann ich nicht. Ja. Also kann ich so offen sagen, kann ich nicht. Warum soll ich denn spielen? Aber du hast wieder eine, also wie vorhin auch, du hast eine ganz richtige Sache gesagt. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Putter reden, und du hast da vielleicht so ein Spitzenmodell in der Hand und merkst so, ja, das bringt mir nichts. Da muss man wirklich sagen, ja, das bringt dir in dem Fall nichts. Genau. Ne? Weil genau wie bei allen anderen Materialien muss man erstmal gucken, passt das denn zu dir? Weißt du, wenn ein Bauer zum Ferrari-Händler geht und sagt, ich brauche hier ein neues Ding für meinen Acker und kauft sich dann ein Ferrari und merkt dann auf dem Acker, irgendwie komme ich hier nicht vorwärts, dann ist der Ferrari ja nicht scheiße quasi. Ne? Genau. Dieses Fortbewegungsmittel für seine Zwecke, für das, was er machen möchte, war halt unpassend. Ne? Mhm. Trotzdem denke ich mal, also ich habe jetzt keinen aktuell zumindest. Dass Ferrari keine schlechten Fahrzeuge baut. Ne? Für den Bauer wäre halt eher ein Trecker richtig gewesen. Genau. Also, und so ist das halt mit Bällen auch genau das Gleiche. Ne? Finde ich immer ganz lustig, wenn dann die Leute vor mir stehen und wollen ein bisschen Beratung zu den Bällen und sagen, ja, ich habe aber jetzt bei MyGolfSpy oder so habe ich dann gelesen, das soll ein super Ball sein. Und dann frage ich schon mal so ein bisschen den Hintergrund ab und merke so, ja, der Spieler braucht jetzt vielleicht eher so ein bisschen Unterstützung, weil er eine relativ geringe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat. Ne? Dann braucht er halt einen ganz anderen Ball als jemand, der da ordentlich Wumms draufsetzt und eher nach einem Ball sucht, der ihm vielleicht mehr Spin bietet oder sowas. Ja. Auch da empfiehlt es sich schon, und das ist jetzt Werbung in eigener Sache, vielleicht mal mit jemandem, der sich jeden Tag auf professioneller Basis damit beschäftigt und einem da vielleicht auch mal einen Tipp geben kann, aufzusuchen oder mit ihm zu sprechen. Ne? Es ist, also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen in den Springen, aber wenn ich erkältet bin oder wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Lass mich von jemandem Professionellen untersuchen, der weiß, was das bedeutet, was ich habe. Und so ähnlich ist es ja für uns Golfer auch. Wir sehen vieles, aber ob jetzt Ratiopharm irgendwelche Tabletten uns helfen oder nicht, das kann vielleicht nur derjenige entscheiden, der das den Hintergrund hat. Und so ist es beim Golfen dasselbe. Ich kann für mich entscheiden, natürlich brauche ich den Pro V1 oder ich brauche den PXG-Eisensatz oder was weiß der Geier, aber ob es wirklich zu mir passt oder nicht, kann nur derjenige rausfinden, der eben die Erfahrungen hat und der eben dieses,
medizinische Golfwissen, sage ich jetzt mal, interpretieren kann oder nutzen kann, was er sich aufgebaut hat. Und das hat man ja auch nicht von heute auf morgen, sondern man muss einfach die wie sagt man, Anamnese ist, glaube ich, heißt es im medizinischen Bereich. Ja, auch im Sportbereich spricht man auch immer von einer Anamnese, richtig? Ja. Und dass man wirklich sagt, okay, das ist die Ausgangslage, was passt dazu? Und beim Auto dasselbe, wenn du aber nur in der Innenstadt wohnst und in der Innenstadt dich bewegst, brauchst du eben auch den angesprochenen Ferrari nicht, wenn deine weiteste Strecke 2 Kilometer ist. Oh, da muss ich einschränkend sagen, wenn du wahrscheinlich Banker in Frankfurt bist, dann brauchst du den oft schon, glaube ich. Also zumindest ist das meine Erfahrung, wenn man dann mal in den entsprechenden Parkhäusern sich umsieht. In denen war ich vielleicht noch nicht, das ist richtig. Ja. Aber so ist halt immer die Frage, wer beurteilt das? Natürlich hat man vielleicht auch Präferenzen, hat eben auch Marken, denen man vielleicht auch was zuspricht, wenn ich sage, vielleicht ich spiele so einen sportlichen, geschmiedeten Eisensatz oder will ihn haben, damit ich besser spiele, kann das ja schon einen Boost darstellen, dass man mehr trainiert, mehr dran geht und dass man einfach merkt, man kann da mehr rausholen. Aber für mich ist immer die Sache, jemand, der sich auf einer professionellen Ebene damit beschäftigt, wird es besser beurteilen können, wie ich als Laie. Natürlich bin ich derjenige, der es anwendet, aber wie beim Arzt. Ich bin jetzt seit fast 4 Wochen erkältet. Da gehe ich zum Arzt, rede mit dem. Natürlich weiß ich, was ich gegen eine Erkältung tun kann, aber ab einem gewissen Punkt braucht man einfach die professionelle Unterstützung, um abzuklären, ob man damit sich auf Dauer schadet. In der Gesundheit wie im Golfsport. Ja, und was ich auch immer empfehle, alles richtig, ne? So, also würde ich alles sofort unterschreiben. Und auch vielleicht zu jemandem zu gehen, der dir die Möglichkeit geben kann, selber das mal auszuprobieren, das zu spüren, das zu machen, der vielleicht dir ein Fitting Center zur Verfügung stellt. Ne? Weil auch das muss ich sagen, nicht oft, aber ganz öfters mal passiert es auch im Fitting, wo du dir als Fitter nach dem Vorgespräch fast absolut sicher bist, ey, das Ding, das muss funktionieren bei denen. Ja, und das müsste eigentlich gar nicht so sein. Und dann stellt sich doch irgendwie heraus, dass es mal anders ist. Mhm. Ja, und das kannst du halt dann wirklich nur dynamisch und live irgendwie dann auch analysieren, sehen und der Kunde oder der Spieler spüren wirklich. Ne? Der sagt so, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich mit dem Ding wohl und dann sagt man, ja, ich sehe auch, ne, deine Daten, dein Spin, dein Abflugwinkel, das ist da auch einfach besser. Ne? Mhm. Theorie und jemanden, der Ahnung hat, auf der einen Seite, aber auch einfach mal die Möglichkeit suchen, im Vorfeld vielleicht einfach mal testen, sich Zeit nehmen, mal auszuprobieren, mal Alternativen auch sich anzugucken. Auf jeden Fall ratsam. Und das ist ja der Vorteil von einem Fitting, weil es kann ja sein, dass der Kopf passt, aber der Schaft nicht. Und sonst würde man sagen, alles klar, das passt alles nicht. Man haut es wieder auf eBay und verkauft es gerade wieder so, wie es reingekommen ist. Aber das ist so der große, große Unterschied. Der Kopf macht natürlich sehr, sehr viel, aber der Schaft ist meiner Meinung nach immer noch so ein sehr entscheidendes Kriterium bei der Schlägerwahl, weil damit hast du eben ja, ein Unterschied, wenn ich jetzt so einen Schaft spiele, so einen ultra flexiblen Lady-Schaft, der bringt mir halt nichts. Jetzt so ein Triple-X-Schaft bringt mir auch nichts, aber irgendwas dazwischen wird sein, was bei mir passt. Ja. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt unbedingt bei jedem Schläger durchgängig im kompletten Back so sein muss. Der Driver kann anderen Schaftflex haben oder Kickpoint oder wie auch immer das heißt, wie eben ein Wedge und sollte es auch. Aber dafür ist man ja da, dafür geht man ja zu jemandem, der sich auskennt, um genau das rauszufinden, analysieren zu lassen und zu gucken, was passt zum eigenen Spiel. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch hier wiederum, sogar bis zu den Pattern würde ich das runterdeklinieren. Was so ein bisschen schade ist, aber verständlich, wenn du Werbung siehst für Golfmaterial, wird fast immer nur auf den Schlägerkopf eingegangen. Mhm. Und da muss man auch sagen, der Schaft ist im Grunde genommen der Motor des Gerätes. Mhm. Ja, das ist der Motor, da wo Energie übertragen wird. Ich könnte jetzt sogar auch noch sagen, und von den Griffen wird auch noch viel zu wenig gesprochen. Ne? Wir hören immer nur was über Schlägerköpfe. Und bei den Schäften gibt es inzwischen so viel Auswahl und das ist fast eher die höhere Kunst beim Fitting, den richtigen Schaft rauszufinden. Der Schlägerkopf ist da fast noch das Einfachere, ja, in diesem Prozess quasi. Ja, und nicht ohne Grund, die meisten Schlägerhersteller wie Callaway, TaylorMade, die bauen die Schäfte auch nicht selber.
sondern selbst die sagen, da gibt es Spezialisten, die das besser können quasi als wir. Und die kaufen sich das als Komponente dazu und nicht ohne Grund. Und das ist aber auch einer der Gründe, warum wir in den Werbungen und sowas, also fast nie Schaft-Werbungen sehen, sondern immer nur von Callaway, TaylorMade, Mizuno und wie sie alle heißen, Wilson, Werbung für die Köpfe halt. Mhm. Der Rest wird eingekauft, wird gelabelt mit dem eigenen, wie auch immer man es nennen will. Mir fällt jetzt gerade nur der von TaylorMade ein, den ich drauf habe bei meinem Dreierholz. Da steht Rocket Fuel drauf. Mhm. Schöner Name, ne? Oder war mal schön. Und so macht ja jeder, was er will, beziehungsweise wo man halt denkt, okay, damit kann man eben dem Spieler von Hause aus schon was Gutes mitgeben, aber bis es halt passt, ist es noch ein anderer Prozess. Genau, genau. Ja, wir waren bei den Driving Irons eigentlich. Richtig. Ja. Also, dann frühstücke ich jetzt erstmal diese, was man wirklich jetzt so aktuell, wenn man über Driving Irons spricht, also nicht das lange Eisen aus dem Satz vielleicht, sondern diese spezielleren Driving Irons, die es so seit ein paar Jahren, also die gibt es eigentlich schon länger, aber jetzt werden sie gerade sehr gehypt. Die Eigenschaften sind erstmal ganz schnell erklärt. Ich habe einen relativ flachen Abflugwinkel und auch einen relativ flachen Flug im Vergleich zu den beiden anderen Geräten. Ja? Also noch flacher als das Holz, als das Holz, das Fairway-Holz. Grundsätzlich ja. Jetzt kommt es natürlich auch drauf an, welches Fairway-Holz vergleiche ich damit. Genau. Und welchen Schaft, ne? Richtig, auch der Schaft hat er ja. Ne? Also wenn ich natürlich ein Fairway-Holz mit einem F0-Schaft und einem relativ hohen Loft vergleiche mit einem Driving Iron X-Stiff und fast schon so ein Muscleback oder sowas, dann kann ich das eigentlich nicht vergleichen. Aber grundsätzlich hast du recht, im Vergleich zu den beiden anderen sind die Eigenschaften so gegeben. Ja? Mhm. Dann habe ich einen verhältnismäßig kurzen Schaft, also kürzer als bei einem Hybrid oder einem Fairway-Holz. Und meistens auch etwas weniger Loft. Ja, wenn ich jetzt deine Zahlen da heranziehe quasi, ne, mit 5, 4, 3 und sowas. Ne? Ja. Was erhoffe ich mir dadurch? Ich habe einen kurzen Schaft, ein kurzer Schaft verspricht mir zumeist eine bessere Spielbarkeit, eine leichtere Spielbarkeit. Ne? Und ich habe einen etwas niedrigeren Flug, da kann ich mir von versprechen, wenig Streuung. Ne? Mhm. Und wenn ich mir das so von dir anhöre, scheint das ja bei dir gut zu funktionieren. Ne? Also zumindest besser als jetzt bei einem Fairway-Holz. Ja, das auf jeden Fall. Das Also dann bist du quasi die Zielgruppe schon mal für diesen Schläger. Also, ne? Ja. Weihnachten kommt ja. Und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorhin schon so gesagt habe, manchmal habe ich dann so ein bisschen Bauchweh, wenn die sagen, ja, ich habe jetzt gehört, die Driving Irons und ich brauche das unbedingt, weil meine Hölzer klappen gar nicht mehr so gut, wie ich mir das vorstelle und sowas. Ne? Und jetzt will ich es damit mal probieren. Das Ding hat einen riesen Nachteil. Ja? Ich habe die Schlagfläche, ja, und der Schaft, der kurze Schaft, der kurze Schaft heißt, dass ich viel mehr Kraft brauche, um die gleiche Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Ja, das heißt, so ein Driving Iron kann nur mit wenig Loft und kurzem Schaft dann funktionieren, wenn ich auch ordentlich Bums dahinter setze. Nur dann kann ich die gewünschte Höhe, Ballflughöhe erreichen und das Ding überhaupt erstmal vom Boden kriegen mit dem niedrigen Loft halt. Ne? Also ist die Zielgruppe wirklich eher so für die Leute, die eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit haben. Und dann wird das halt ausgehebelt durch dann so sogenannte Driving Irons, wo ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich die dann sehe, dann sind das sportliche Hybride, ja. Mhm. Aber man kann Driving Iron draufschreiben und der Trend, die Leute kaufen sich einen neuen Schläger und denken, klar spiele ich Driving Irons, ne? Und bei näherer Betrachtung muss man sagen, naja, aus meiner Sicht ist es eher ein sehr sportliches Hybrid. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Im Vergleich, so die Schlagfläche ist ja im Vergleich zu so einem Fairway-Holz oder zu den meisten Hybriden eher klein. Ja. Ne? Und ich habe vielleicht auch nicht so viel Cavity und sowas. Und durch diese Schlagfläche ist
verhältnismäßig wenig Fehler verzeihen. Ne? Mhm. Also mein Kollege, den ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt namentlich, ob er auf diesen Spruch zurückzuführen, also dann sage ich sag das so, ja, ich will dann meinen Kollegen nicht damit einziehen, aber ich habe mal den Spruch gehört, ja, die Schlagfläche von so einem richtigen Driving Iron, die ist wie eine garstige Ehefrau oder eine garstige Freundin, die verzeiht nicht. Ne? Also, okay. Also ich finde es einen ganz spannenden Trend, ja, ich bin ja auch immer neugierig, wenn es was Neues gibt, aber man prüfe, wer sich ewig bindet, man sollte dann, bevor man jetzt so dem Marketing so, ja, ich brauche jetzt unbedingt einen Driving Iron, sollte man erstmal genau drauf gucken. Ich habe schon Kunden gehabt, meistens eher aus dem Bereich der sehr guten Handicap-Klassen, ja, und meistens sind die auch dann recht jung, das heißt, und athletisch, das heißt, die haben ordentlich Power, ne? Die damit hervorragend zurechtkommen, ja, denen das wirklich einen Mehrwert auch im Spiel gegeben hat, ja. Aber ich habe halt dann auch diejenigen, die sagen, ich habe das jetzt so viel schon in den Zeitschriften, in den Werbungen, bei Social Media gesehen, ich brauche jetzt auf jeden Fall so ein Ding und ich sag dann auch nicht gleich nein oder so, das steht mir gar nicht zu, sondern ich sag dann, komm, dann schnappen wir uns jetzt mal so ein Teil, wir gehen in die Fittingbox und dann probierst du das mal aus und dann gucke ich mir das an und zieh dann vielleicht wenigstens mal zum Probieren doch ein Hybrid oder vielleicht sogar manchmal ein Fairway-Holz aus meinem Portfolio und sagst, und jetzt tu mir mal einen Gefallen, nur aus Spaß, mach mit dem auch noch mal ein paar Schläge, ja, und dann zeigt sich ja, was hilft mir mehr, ne? Genau. Also, wie gesagt, das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen Fairway-Holz-Hybrid und Driving Iron. Beim Driving Iron ist halt erstmal ganz wichtig, ich brauche halt einen gewissen Minimum-Wumms, um das Ding überhaupt spielen zu können. Macht es Sinn, jetzt von den Minimum-Wumms mal in Zahlen auszudrücken? Also Schlägerkopfgeschwindigkeit oder so irgendwas? Oder ist es dann auch wieder ein bisschen individuell, was da jetzt genau zusammengebaut wurde? Ja, also wenn ich jetzt ein F0, F1, F2 Schaft spiele, das sind meistens Lady Light oder auch Lady Light Schäfte, ne? Also mit Light für Herren dann eher, dann, ich sag's ganz vorsichtig, dann sollte man schon sehr gut prüfen, ob ein Driving Iron die beste Entscheidung ist. Ja. Also ich will es nicht ausschließen, weil ich werde auch häufig mal überrascht, wo ich am Anfang fast 100% sicher bin, das Material, damit kann der nichts anfangen. Und dann steht er in der Box und setzt mir eine Bombe nach der nächsten dahin, wo ich dann auch, weißt du, ich bin da nicht eitel, dann zu sagen, okay, ja, jetzt kann von der Theorie, meine Überlegungen können alle noch so gut und richtig sein, aber wichtig ist auf dem Platz. Ne? Richtig. Das Spiel entscheidet. Und ich meine, die Praxis entscheidet, nicht nur die Theorie. Ja. Ja, also da empfehle ich auch, ne, einmal fachlich sich beraten zu lassen und dann einfach auszuprobieren. Ne? Also einfach testen, wenn man so will, und gucken, was passt vielleicht zu einem Spieler. Aber lassen sich auch Rückschlüsse bilden, wenn man jetzt weiß, alles klar, man hat jetzt einen Eisensatz zu Hause oder man spielt gewisse Hybride, Fairway-Hölzer oder sowas, weiß auch seine Längen, dass man so sagen kann, okay, wer eher in Richtung XY geht, vom Material her, der könnte dazu tendieren. Mir geht es vor allen Dingen darum, für die Leute, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben wie wir. Für mich ist jetzt Weiterstart 35 Minuten entfernt und alles außenrum, das ist ja alles nicht weit, ich kann da hingehen. Aber wenn jetzt jemand wirklich in der Prärie wohnt und der nächste Fitter ist irgendwie 2 Stunden oder 3 Stunden weg, aber derjenige hat einen Satz zu Hause mit gewissem Equipment, dass man sagen könnte, ja, die Tendenz, nicht 100%, das weiß also man. Also eine Ableitung davon zu machen. Genau. Okay, ganz, ganz schwierig, weil da muss ich ja so um die Ecke gehen, aber man kann schon so ungefähr sagen, so ein Driving Iron
mach dir doch mal Gedanken darüber, ob das was für dich sein könnte, wenn ich zum Beispiel einen eher schweren und eher harten Schaft schon mal spiele. Wenn mir das grundsätzlich, egal um was es geht, so entgegenkommt. Ne? Mhm. Ich habe vielleicht irgendwelche Stiff-Stahlschäfte in meinen Eisen und weiß auch, das ist für mich die beste Alternative. Mhm. Ja? Oder auch im Driver, meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, naja, hier die 100 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit, die fordern mich nicht großartig heraus, ne? So bin ich halt. Ich brauche da auch eher was Schwereres und auch Härteres in der Hand, weil sonst fühlt sich das für mich da an wie so ein Gummipenöpel quasi. Ein nabeliges Ding, genau. Ja, genau, ja. Und ich habe dann sonst eine Riesenstreuung da drin. Also, was man sagen kann, es macht vielleicht Sinn, wenn ich mit den Hybriden und den Fairway-Dingern mit einem eher vielleicht auch weicheren Schaft, wenn ich da Riesenstreuung habe, dann macht die Überlegung Sinn, ja gut, vielleicht mit einem kürzeren Schaft, der auch ein bisschen Härte einfach hat, vielleicht kriege ich das damit in den Griff. Ne? Mhm, wenn aber diese Riesenstreuung einfach daran liegt, dass ich den Ball nicht in der Mitte meiner Schlagfläche treffe, ja, dass ich die mit der Spitze oder dauernd mit der Hacke treffe, dann wird mir bestimmt auch kein Driving Iron da helfen. Ja, weil im Gegenteil, wir reden nochmal von der garstigen Ehefrau, jederzeit noch weniger als jetzt bei so einem gutmütigen Hybriden. Ja, weil das ist so meine Erfahrung mit. Ja, mit meinem Hybrid eben auch, kann man so sagen, da kannst du ja fast drankommen, wie du willst. Das Ding wird irgendwie immer nach vorne gehen. Natürlich haut es mal links oder rechts ab, das ist ganz klar, je nachdem, wie man es trifft. Aber das ist halt mit einem niedrigeren Eisen halt nochmal schwieriger, weil einfach die Schlägerkopfgröße, also physisch die Größe auch eine ganz, ganz andere ist. Ja. Der Aufbau eine ganz, ganz andere ist. Und ich stelle mir es halt auch immer wieder vor, wenn ich dann mal, ich weiß gar nicht, ist das von Cobra oder so? Gibt es so bronzefarbene Eisen? Ich glaube, es ist Cobra. Macht nichts. Ja, das ist so ein Finish, glaube ich. Ja. Aha. Ich finde die unglaublich geil. Aber wenn du einfach mal die Schlagfläche nimmst und legst einen Ball vorne dran, um zu gucken, ja, sorry, ich bin nicht Ricky Fowler. Ich treffe das Ding nicht. Ich habe sie nie gespielt. Ich finde die einfach nur vom Optischen geil. Ja. Aber da muss ich selber sagen, Andreas, Butter bei die Fische, das bist du nicht. Andreas, das ist ja nun ein Klassiker. Ne? Also das ist ja so, ich glaube, wir alle, die wir dann mit dem Golfen angefangen haben, ne, dann hatten wir irgendwann Handicap 36 und dann vielleicht auch mal Handicap 31, haben dann netto unser erstes Turnier mal gewonnen irgendwie. Und dann kommt welche Tour will mich, genau. Ja. Ja, genau so. Und dann gleich so, ja, ich glaube, so langsam wird es mal Zeit für die Blades. Ja. Ich spiele jetzt nur noch Pro V1 und Blades. Das ist doch echt so ein Klassiker eigentlich. Ne? Genau. Und irgendwie finde ich das ja auch eine im Grunde genommen sehr sympathische Einstellung, zu sagen, so, jetzt habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt bin ich bereit für den Marathon. Ich finde es ja im Grunde genommen ganz cool. Ja? Ich muss den kürzesten Golferwitz einwerfen. Den kennst du, oder? Den kürzesten Golferwitz? Ja. Ich kann's, ja. passiert mir mindestens einmal im Monat und die Ernüchterung folgt auf dem Fuße. Richtig. Meistens innerhalb einer Runde. Oder innerhalb weniger Löcher sogar, ja. Ja. Aber das ist ja Golf. Das ist ja wieder das, was es wiederum ausmacht. Ja, aber das ist ja auch dann wiederum, wie vorhin schon gesagt, der Grund, warum man einfach mal auch Dinge austesten kann, sich wieder selbst auf den Boden der Tatsachen zurückholen kann, wenn man die Möglichkeiten hat, einfach mal Dinge Probe zu spielen. Einfach mal zu sagen, hey, komm, ich komm mal vorbei, ich will mal ein Fitting machen, oder will's einfach mal testen, wann, wie, wo. Und dann geht man hin, testet's einfach und dann merkt man ganz schnell, ist es überhaupt die Richtung, in der ich mich bewegen sollte, oder war wieder nur das eigene Ego doch ein anderes, wie es sein sollte. Ja, und wie gesagt, nicht alles passt zu allen. Und was ich da noch ein bisschen hinterher schicken möchte, ist so, vielleicht ein bisschen mit alte Zöpfe auch mal abzuschneiden. Ne? Also wenn ich dann häufig so diese Sprüche höre, jemand sich so ein, zum Beispiel Holz 7 oder Holz 9 ins Beck tut, ne? Und sagt dann so, ja, auf der Runde, da kriege ich dann einige Sprüche zu hören, dass das doof wäre und sowas.
Und ich sag dann immer zu denen so, naja, kommst du denn gut mit zurecht? Ja, super, und endlich mal komme ich mal ein paar Meter weiter übers Fairway. Dann sage ich immer so, pass auf, weißt du, die Sprüche, die hören spätestens ab dem Zeitpunkt auf, wo du mit dem besseren Score ins Clubhaus gehst. Mhm. Ja, mhm. Dann können dir die Sprüche vorher quasi egal sein. Dann kannst du nämlich am Ende sagen, so, ihr... Also jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, so, ne? Jetzt nimmt er mich mal an die Füße, ne? Weil mein Score spricht hier eine eindeutige Sprache quasi. Ne? Ja, das ist, also ja, kenne ich. Wenn ich also mit Leuten gemeinsam spiele, die einfach ordentlich Bums auf den Ball bringen können, wo ich dann auch so gucke, ja gut, ich stehe da mit dem 5er-Eisen, die stehen mit dem 7er-Eisen da. Aber der Unterschied zeigt sich dann ja einfach, wer kommt aufs Grün, und auf der Scorekarte steht ja nicht unbedingt, welchen Schläger man benutzt hat, sondern nur, wie viele Schläge man gebraucht hat. Und das, ich hatte mal das Vergnügen mit, was ist denn das? Also irgendeine unserer Herrenmannschaften zu spielen. Und hat der eine da auch mich angeguckt, hat gemeint gehabt, ja, meinst du, du schaffst es? Und ich so, ja, warum nicht? Hab mir meinen Schläger gezeigt, er zeigt mir seinen Schläger und ich dachte mir so, uiuiui, also das wünsche ich mich nicht irgendwie, keine Ahnung, 140 Meter mit einem 9er Eisen oder sowas. Und ich dachte mir so, Respekt, also, ne? Er haut mit meinem, was war das, 6er, glaube ich, aber an die Fahne, und er haut halt nebendran den Bunker. Die Weite war da. Er hat auch gemeint, aber es ist vollkommen Wurst, was du in der Hand hast. Es steht nirgendwo. Und du siehst im Normalfall auch nicht, was jetzt sonntags bei der Finalrunde die LIV, PGA, DP World Tour Pros oder sowas in der Hand haben. Sieht man selten. Die hauen ihren Schläger für die Weite, hauen sie einfach fertig. Ja, was der andere spielt, Wurst. Und jetzt nochmal, um darauf, also wir haben vorhin ganz am Anfang schon darüber gesprochen, über die schönen Zahlen, die auf den Eisen zum Beispiel draufstehen, mhm, oder eben auf den anderen Materialien halt auch, ne? Fällt mir gerade so ein, das ist gar nicht so lange her, da private Runde, so eine Spaßrunde und relativ kurzes Par 3, und dann fragte meine Mitspielerin so, ja, was nimmst denn du da? Ich so, ja, dann nehme ich mein Pitching Wedge. Und sie so, boah, ey, nee, ich brauche da mindestens mein Eisen 7. Ne? Und dann sagte ich, ja, ey, weißt du, jetzt gib mir mal dein Eisen 7. Ja, und hab die mal so nebeneinander gestellt. Und ich sag, jetzt mal von allen anderen Themen weg, aber guck dir mal mein Eisen 7 an und dein Eisen 7 an. Mhm. Da sind ein paar Zentimeter dazwischen. Ja, mhm, also allein durch die Schaftlänge, ja, habe ich natürlich schon eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit als du, und das Ding muss, wenn es gut getroffen ist, einfach weitergehen, als wenn du deins gut triffst. Ne? Ist doch ganz logisch, ja. Der Hebel einfach, der Hebeleffekt, ja. Ja, 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 das macht was. Also so. Und sie war eine Frau, sie hat da so ein Lady-Leidschaft drin, ne? Und ich halt ein bisschen was, ich habe Regular-Schäfte, ich habe jetzt auch kein X-Step oder so, aber einen verhältnismäßig schweren Graphitschaft in Regula, also eher so eine sportlichere Regula-Variante. Mhm. Natürlich ist, das ist fast ein ganz anderer Schläger. Es steht zwar bei beiden eine 7 drauf, aber so what, ne? Und dann kommt, wenn zum Beispiel mein Kollege, der Felix, ich glaube Handicap 5 oder sowas, und der hat mal richtig Wumms dahinter. Wenn der meine Eisen spielt, die gehen ihm schon mal grundsätzlich zu lang, ne? Da hat er untenrum nichts mehr, weil wenn ich habe auch so Cavity-Eisen quasi mit einer leichten Hohlraumkonstruktion, da ist da natürlich schon per se so auch ein bisschen mehr quasi Trampolin-Effekt drauf, ne? Das supportet mich, ne? Genau. Bei ihm ist das, der spielt so Muscle-Backs, ne? Also seine Eisen, das ist halt ein geschmiedetes Stück Metall, was da unten dran ist, ne? Mit einem kleinen Offset, und die Dinger, da kannst du auch dir dein Butterbrot mit streichen. Mhm. Ja, und der Unterschied ist, das will ich nur ganz kurz einwerfen, jede Marke interpretiert ja auch den Loft einfach unterschiedlich. Also wenn ich mir die Schläger angucke, immer, also der Marketing-Slogan jedes Jahr ist 15 Meter mehr, 30 Meter mehr Weite mit dem Sandwich oder so, dann auch allein der Loft ist ja auch unterschiedlich. Also was früher ein 7er Eisen war, ist vielleicht heute ein 5er. Oder ja, aber das ist auch etwas, was im Moment... Es ist nicht ganz falsch, was du gesagt hast, ne? Aber es wird ja auch häufig jetzt, wird immer darüber gesprochen, ja, die machen den Loft regelmäßig weniger,
damit sie in den Testberichten dann sagen könnten, unser Eisen 7 fliegt jetzt nochmal weiter als vorher. Und da ist ein Denkfehler drin. Wenn ich jetzt größere Zeiträume nehme, und ja, das stimmt, bei den Eisensätzen ist der Loft immer geringer geworden. Mhm. Aber das hat auch seinen Grund. Wenn ich bei einem modernen Eisen, da habe ich wesentlich mehr Gewicht im Bereich der Sohle. Mhm. Ich komme, was mir helfen soll, besser unter den Ball zu kommen. Und zum Beispiel durch diese Gewichtsverteilung habe ich automatisch bei gleichem Loft einen höheren Abflugwinkel. Das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt einen ganz modernen Eisensatz mit einem etwas älteren vergleiche, ich brauche per se weniger Loft, um die gleiche Flugbahn zu erzeugen. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist auch eine Mehr. Selbst in Golfzeitschriften steht dann so diese düstere Legende, dass die Schlägerfirmen immer weniger Loft drauf geben, um in Testberichten zu sagen, jetzt fliegt man Eisen 7 noch weiter. Ja. Das ist das, was ich halt so typischerweise erkenne oder auch dann lese. Ja, früher Tiger Woods hatte ein 7er Eisen gespielt. Wenn du jetzt ein modernes dagegen stellst, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Da kannst du, wenn du sie nebeneinander stellst, denkst du, sind fünf verschiedene Schläger dazwischen. Aber wie gesagt, habe ich noch nie gehört. Deswegen vielen, vielen Dank. Also das heißt, weil die Sohle mehr Gewicht trägt und der Abflugwinkel dadurch viel zu stark für das Eisen verändert würde, damit es zu flach, zu steil wäre, muss man der Loch dementsprechend angepasst werden quasi. Ne? Also das ist auch, wenn ich jetzt so ein Musclebag, also wie gesagt, so ein Buttermesser aus einem Stück Metall gepresst irgendwie mit dem gleichen Loft spielen würde wie ein Cavity-Eisen, wie eine Hohlraumkonstruktion, dann wird da nichts draus. Und umgekehrt auch nicht, ja. Wenn ich jetzt so ein Eisen 7 aus dem T400-Satz von Titleist, wo wir drüber gesprochen haben, was schon so kleine Mini-Hybride eigentlich sind, wenn ich den mit den gleichen Specs, also Loft und Lie spielen würde, wie Tiger Woods Eisensatz, dann sind die Dinger nicht spielbar. Ne, dann kriegt kein Spieler dieser Welt damit eine gescheite Flugkurve hin quasi. Ja. Ja. Ich will nicht sagen, dass das so ganz falsch ist, aber per se immer zu sagen, ja, die machen ja jetzt immer weniger Loft da drauf, um vorzugaukeln, dass die Dinger weitergehen, das stimmt so nicht. Das ist nicht wahr. Ja. Wir sollten eine Folge machen, Mythos im Golfsport. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich musste mir diesen Zahn auch ganz am Anfang, als ich da angelernt worden bin fürs Fitting, musste ich mir genau diesen Zahn von meinem Chef, Herrn Götze, auch ziehen lassen. Ne? Der auch gesagt hat, ja, ich weiß, das wird viel rumerzählt und das ist so eine düstere Legende dann wirklich, ein Mythos quasi. Aber jetzt pass mal auf. Und der hat mir dann so ein Cavity-Eisen dahingelegt, der hat mir so ein Muscle-Blade dahingelegt und hat mal gesagt, jetzt guck dir das mal an und guck mal, wo da das Gewicht verteilt ist. Ist das eher unten? Ist das direkt hinter der Schlagfläche? Was erwartest du, wenn ich jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit mit dem einen oder dem anderen vor dem Ball klatsche? Und wenn man dann so ein bisschen so sich mit dieser Physik, es ist Physik, ja. Ich könnte das Ganze zeigen, wenn ich einen Schwungroboter baue, der immer mit der gleichen Geschwindigkeit und exakt dem gleichen Winkel auf den Ball trifft, da kannst du das messen, ja? Das ist krass. Wir machen das. Wir sammeln noch ein paar Mythen und machen nochmal eine zweite Folge, hat man schon aufgeschrieben, weil das fände ich gar nicht verkehrt, das nochmal rauszutragen. Weil das ist ja das, was jeder so ein bisschen indoktriniert bekommt. So von auf der Golfrunde und wie auch immer. Das heißt, ja gut, wir machen ein bisschen steiler, das brauchst du doch gar nicht, tralala. Wie gesagt, vielleicht hat es der Herr Götze mir damals im Interview auch schon gesagt, ich weiß es nicht. Wenn, dann war es weg. Sorry, Herr Götze. aber das, ja, wir machen das. Wir sammeln ein bisschen und dann machen wir eine Folge über Mythos bei Golfschlägern oder im Golfsport, weil das finde ich wirklich richtig, richtig spannend. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn wir nochmal auf die drei Arten der Schläger gehen, die Driving Irons, die Hybriden und die Hölzer. Man muss immer wissen, das kommt immer drauf an, was für ein Modell man quasi spielt. Also ist es entweder eins mit einem höheren Loft, ist es mit einem niedrigeren Loft, egal was es jetzt angeht. Es kommt immer noch auf den, vielleicht auch die Schlagart an, die man spielt. Kommt es auf den Schaft an, das
gibt einfach sehr, sehr viele Faktoren, die man reinbringen muss. Und die Zahl, die drauf steht, ob man jetzt ein Eisen 3, ein Hybrid 3 oder ein Holz 3 spielt, sagt erstmal vom Prinzip gar nichts drüber aus. Und es ist auch nicht unbedingt damit zu tun, dass man sagt, ich habe doch ein Eisen 3, ich brauche kein 3er Holz mehr oder irgendwas. Richtig. Oder ich habe doch ein 3er Hybrid. Ja. Ich schenke mir den Rest. Das kommt wirklich immer ganz drauf an, für was spiele ich überhaupt den Schläger? Kann ich mit dem Schläger spielen? Und welche Art der Bauart des Schlägers hilft, mein Spiel zu verbessern? Genau. Zwei Sachen sind es immer. Für was will ich das einsetzen? Mhm. Ja, was für Schläge will ich damit machen? Und wie ist meine persönliche Schwung-DNA, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Was bringe ich mit? Ne? Wenn man alles andere so ein bisschen ausblendet, kann man schon so ein bisschen sagen, gut, das Fairway-Holz für lange Transportschläge über das Fairway, wenn ich damit gut zurechtkomme, super Ding. Ne? Mhm. Um das Grün anzugreifen, wird schon ein bisschen schwieriger, weil die Gefahr da besteht, dass es mir runterflitscht. Ne? Das Hybrid, kürzerer Schaft, wahrscheinlich ein bisschen leichter, dadurch spielbar. Ich habe ein bisschen mehr Spin drauf. Niedriger Abflugwinkel, aber hoher Peak, also am höchsten Punkt. Mhm. Damit kann ich halt auch schon wirklich ein Grün angreifen und wahrscheinlich auch schon halten. Ne? Mhm. Driving Iron, der kürzeste Schaft von den dreien, ein eher flacherer Flug. Die Hoffnung besteht, dass ich damit im Vergleich zu den beiden anderen einfach weniger Streuung habe. Mhm. Wie gesagt, mit der Einschränkung, ich brauche ordentlich Wumms, um das Ding überhaupt erstmal gut in die Luft zu bringen. Man braucht die Startgeschwindigkeit, um die Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen, weil sonst bringt der ganze Spaß einfach nichts. Richtig. Also ja. Man kann aber auch pauschal nicht sagen, das ist jetzt der Schläger für die Handicap-Klasse, das ist der Schläger für die Handicap-Klasse. Es kommt einfach wie immer individuell auf eine Person drauf an. Und deswegen ist so meine Empfehlung an der Stelle, geht zum Clubfitter, testet es aus. Was wenn, ich jetzt, wenn ich einen Online-Store habe und es gibt auch wirklich gute, die sich echt Mühe geben, das ist, will ich auch gar nicht kleinreden, aber die haben ja keine andere Möglichkeit, als sich mal Gedanken zu machen. Okay, wenn ich da jetzt eine Empfehlung reinschreibe, dann muss ich mal irgendwann konkret werden und sagen, hier, geeignet für Handicap-Klassen so und so, geeignet für diese Schwunggeschwindigkeiten oder sowas. Mhm. Weil die haben ja keine andere Möglichkeit und die machen das im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zumindest viele, auch wirklich gut. Ne? Mhm. Wenn man das liest und sagt so, ja, wenn ich das so lese, stimmt das? Ne? Die Frage ist halt wirklich, ob diese Theorie dann auch auf den Platz gebracht werden kann. Ne? Und jetzt habe ich eine ganz, ganz seltsame Analogie in meinem Kopf. Das ist wie beim Wein. Wenn ich den Wein so trinke, kann ich sagen, okay, ich schmecke persönlich das und das. Sobald ich das Etikett lese, weiß ich, was ich zu schmecken habe. Und deswegen, ich bin da so ein Opfer. Ich lese dann, das Dreierholz oder das Holz ist für den und den Spieler geeignet, schüttel ich den Kopf und sag ja. Dann legst du mir die Beschreibung für das Hybrid nebendran. Da, ja, sehe ich mich auch drin. Wie das Horoskop so ein bisschen. Man sieht sich immer drin. Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Na gut, ich trinke jetzt keinen Alkohol, von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, aber ich kann es mir zumindest vorstellen, wenn du wahrscheinlich da liest, der müsste, keine Ahnung, nach Brombeere irgendwie ein bisschen schmecken. Auf einmal denkst du so, ja, vielleicht, ja, so ein bisschen. So. Genau. So, ist es ja so ein bisschen diese Vorprägung und man sieht sich ja immer in allem irgendwo ein bisschen. Mhm. Die Leute, die das schreiben, die schreiben das ja auch nicht nur auf eine spitze Zielgruppe zugerichtet, die schreiben das ja schon ein bisschen geöffnet, dass die Leute eben auch sich dann auch noch eher mal drin finden, wenn da steht jetzt nur für Single-Handicapper oder irgendwas geeignet und tralala, dann sind die meisten in Deutschland ja eh weg und kaufen es gar nicht, sondern nur diese spitze Zielgruppe. Wenn da steht für den anspruchsvollen Genau, das ist, manchmal komme ich mir da vor, wenn ich auch von den Herstellern so diese Produktbeschreibung lese, dann entwickelt man gerade, wenn man sich viel damit beschäftigt, so ein bisschen so einen Blick wie so ein Personaler. Weißt du, wenn du so ein Arbeitszeugnis siehst, wo gerade wenn du das selber noch gar nicht ausprobieren konntest, aber jetzt kamen zum Beispiel die neuen 923 JPX von Misono. Und dann habe ich schon diese Produktbeschreibungen da vor mir und lese mir das so durch. Und dann hast du so Schlagworte, wo du sagst so, oh,
Das ist aber eine sehr schöne Umschreibung. Da stand irgendwas mal mit für Spieler mit einem aggressiven Winkel beim Schlagen, wo ich dann gesagt habe, okay, er meint einen Hacker. Ne? Also für einen, der immer von außen dran klatscht quasi. Ne? Also, das ist so ähnlich wie so bei Personalchefs, wo man dann irgendwie sowas reinklausuliert und jeder, der sich mit auskennt, weiß, was gemeint ist. So. Genau. Genau. Ja, also wird es ja mit vielen Sachen auch sein, dass man da einfach ein bisschen abwägen muss und einfach testen. Also Golf ist für mich ein Sport, der muss gelebt werden, der muss getestet werden, sonst bringt das alles nichts. Natürlich habe ich Schläger online auch schon gekauft, braucht man nicht schönreden, ist so. Aber man weiß dann schon, wenn man dann was hat, was passend gemacht wird, was man eben auch im Back hat. Und man weiß, wenn man eine Kacke spielt, auf Deutsch gesagt, dann hat man selber Schuld und nicht das Equipment. Mhm. Das ist ja immer. Wie nennt man das, die Einflussfaktoren oder die Dinge gleich halten, die man gleich halten sollte, und dann kann es ja nur noch einer der Punkte, der wenigen Punkte sein, die übrig bleiben, dass es schlecht läuft, und jetzt ist beim Golf halt meistens der Golfer, nicht unbedingt das Equipment. Ja, aber es macht natürlich auch viel mehr Spaß zu sagen, nee, bevor ich jetzt zum Pro gehe und lasse mir 5 Stunden von dem nochmal geben irgendwie. Ja, das ist halt Arbeit. Ich mal lieber mit einem neuen Dreier. Und weiß ich nicht, irgendwie, ich kann mich ja selber davon nicht ganz freisprechen. Ne? Also man sieht es ja auch, also das ist ja, Werbung wirkt ja auch. Und das wissen die ja auch alle, und wir alle kriegen die Werbung, wir alle kriegen irgendwie ein Golfheftchen nach Hause oder haben es im Club rumliegen, blätter mal durch. Und das klingt ja auch schön, es sieht ja auch schön aus, und wenn dann die Werbung auch noch dementsprechend gestaltet ist, dann hat man ja auch Bock drauf. Kann ja, wobei ich schon sagen muss, ne, es tut sich halt da auch noch wirklich was. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Driver vor 10 Jahren oder so, oder ich bin ja Golfer in dritter Generation, ich kenne ja auch noch die Schläger von meinem Opa, wie damals ein sogenannter Driver ausgesehen hat, mit so einem kleinen Holzköpfchen da unten. Mhm. Ne? Und da muss man einfach sagen, jemand, der früher auch nicht ansatzweise in der Lage gewesen wäre, dieses Ding mal ordentlich zu treffen und mal ein bisschen nach vorne zu prügeln, der kann sich heute einen fehlerverzeihenden Driver zum Beispiel von Ping oder eigentlich von allen Marken irgendwie holen, hat einen guten Schaft, einen für ihn passenden Schaft da drin, hat den richtigen Griff, lässt das Ding da vor die Murmel klatschen und das Ding fliegt schön geradeaus nach vorne. Oder auch mal, wenn ich jetzt inzwischen gibt es Herstellerfirmen, die Schlagfläche mit Hilfe von Artificial Intelligence, mit künstlicher Intelligenz berechnen lassen, und die haben in diesen Supercomputer die Aufgabe eingegeben, pass mal auf, wenn der Spieler aber hier vorne an der Ecke mit der Spitze trifft, wollen wir nicht, dass der Ball dann im rechten Winkel einfach wegschwimmt, sondern der soll schon irgendwie noch vielleicht auf dem Fairway liegen bleiben, und das funktioniert. Ne? Das ist Mathematik, das ist Physik, und das unterstützt den Spieler. Also da tut sich schon was. Ne? Das ist wie mit Autos. Ne? Nicht, weil ich das neueste Modell habe, ist es jetzt unbedingt viel, viel besser. Aber es macht schon Sinn, sag ich immer, so alle 4-5 Jahre mal zu gucken, was sich getan hat, und dann mal auszuprobieren. Ne? Und das ist der Grund, warum ich irgendwann meinen Driver gewechselt habe, weil der einfach für mich zu alt war, wo man einfach gemerkt hat, okay, der kommt noch nicht an seine Grenzen durch mich, aber die Möglichkeiten, die er mir bietet, wenn ich mich verbessere, sind dann limitierter. Ein neuer Schläger hat einfach dann nach oben diese gläserne Decke nicht mehr, oder die gläserne Decke ist höher, die ich zu durchstoßen habe. Dem kann ich mehr abverlangen als dem 10 Jahre oder 15 Jahre alten Driver. Und so ist es mit den Eisen genauso. Da war ich ja auch, oh Gott, ich müsste lügen, wenn ich sage, es war vor 3 Jahren nochmal bei euch in Weiderstadt, habe ich nochmal refitten lassen quasi, um einfach mal zu gucken, passt das Zeug noch? Und da hat Herr Götze auch gesagt, weißt du was, wir biegen hier nochmal 0,5 Leih, hat sich verändert bei ein paar Schlägern, biegen wir nochmal gerade, das sind hingeschmiedete meine Eisen, das können wir machen, gar kein Thema, aber ansonsten kannst du für 5 Meter mehr Länge, kannst du gerne jetzt hier einen 4-stelligen Betrag auf den Tisch legen, aber ansonsten passt der Spaß noch. Ja, absolut, und da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, nicht nur das Material entwickelt sich sondern auch der Spieler entwickelt sich. Genau. Ein Extrembeispiel: ich habe einen vor mir, der sagt so, ja, nächste Woche geht mein Platzreifekurs los. Mhm. Ja.
Ich möchte mir aber gleich was Gescheites kaufen. Pass auf, was soll ich denn da? Ich möchte hier geschmiedete Dinger und wo ich dann sage so, pass auf, ich habe jetzt ein Problem. Ne? Allein wenn wir über den Schaft sprechen, momentan konzentrierst du dich noch super darauf, überhaupt diese Pille mal zu treffen und nach in die Luft zu bringen. Ja? Und solange du das so noch tust, wirst du diese Bewegung natürlich nicht mit deiner maximalen Geschwindigkeit, die du vielleicht muskulär erzeugen könntest, ausführen, ja? Es ist ein Blick in die Glaskugel, wie schnell du deinen Schläger nächstes, übernächstes und überübernächstes Jahr bewegen wirst, ne? Was soll ich dir denn jetzt für einen Schaft einbauen? Brauchst du, soll ich dir gleich, wenn du sagst, du willst jetzt eine Ausrüstung, mit dem du dann dich noch beerdigen lassen kannst quasi, ja, also soll ich dir da jetzt einen X-Stiff Stahl einbauen, soll ich dir einen Leitschaft einbauen, ne, das kann ich ja nicht wissen, ne? Nee. Also nicht nur das Material entwickelt sich, sondern wir auch, ne, und genau das Beispiel, was du genannt hast, macht ja Sinn, vielleicht hast du, als du dir die Schläger hast fitten lassen, bist du deutlich von außen an den Ball gekommen, ja, es hat vielleicht Sinn gemacht, du bist ja, bei dir würde es wahrscheinlich eh Sinn machen, durch deine Winkel, dass dein Leihwinkel etwas aufrechter ist, ne? Genau. Und hast du aber in der Zwischenzeit dich auf deine neuen Eisen eingegroovt, vielleicht hast du auch nochmal eine Trainerstunde gemacht, hast an deinem Schwung gearbeitet, hast dir deinen eigenen Podcast angehört, wo ein Golflehrer nochmal was erzählt hat, hast das mal ausprobiert, hast gesehen, oh, das klappt, ne? Und auf einmal kommst du nicht mehr von außen, sondern deutlich von innen an den Ball. Mhm. Und ja, dann ist dein Material immer noch genauso gut wie vorher, passt aber nicht mehr genauso gut zu dir. Genau. Und dann lohnt es sich, da einzugreifen. Ja. Und das ist ja auch immer wieder das Sinnvolle, einfach überprüfen lassen. Wenn das Auto kaputt geht oder das Auto macht irgendwelche Macken, gehe ich auch in die Werkstatt, das überprüfen. Und bei den Golfsachen kann man das genauso tun. Man kann einfach zu den Leuten gehen, die sich auskennen, die es überprüfen, ob es vielleicht an einem selbst liegt oder am Material. Und dann bekommt man den ein oder anderen Hinweis, was man tun sollte oder lassen sollte. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Genau. Deswegen. Ricci, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir mal über das Thema Eisenhybrid und Holz gesprochen haben, was da so die Unterschiede sind. Und ja, kann nur sagen, hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon auf die Folge Mythos im Golf. Wie auch immer der Titel ist, ist ja noch ein Arbeitstitel, aber freue ich mich jetzt schon drauf. Wünsche dir hoffentlich heute noch eine gute Runde, wenn du noch spielen gehst. Mhm. Und ja, hast du zum Abschluss noch ein Statement für uns? Ja, also ja, off-topic quasi. Also hat mir auch super viel Spaß gemacht, auch wenn ich ziemlich aufgeregt war und häufig mal ins Plappern gekommen bin. Hat man nicht gemerkt. Aber ich wollte dir mal, ohne zu schleimen, also ich höre deinen Podcast ja nicht nur, weil ich jetzt hier bin, sondern vor allen Dingen, weil ich ihn selber einfach hören wollte. Vielen Dank. Und ein Riesenlob wollte ich dir mal geben, das ist eine der neueren Folgen gewesen. Jemand, der so viel Enthusiasmus und Begeisterung aufbringen kann, sich über eine Stunde über Backtowels zu unterhalten. Geil, gell? Ja. Hat meinen vollen Respekt. Ja. Also das nenne ich doch echt wahre Passion. Ja. Und dann, ich habe so abgefeiert, ihr habt euch ja sogar, ja, das Handtuch, das möchte ich jetzt erstmal nicht waschen, weil da ist noch der Dreck von St. Andrews dran und so. Ich hab's echt mega gefeiert, mega. Ja, aber da sieht man einfach, es gibt für alles eine Nische, es gibt für alles einfach ja, Dinge, über die man sprechen kann und so gibt's es beim Golf eben mit allem. Und ich muss dazu sagen, ich habe da dem Kollegen eben auch sogar schon einen neuen Tipp geschickt, was man vielleicht in einem Upgrade im Handtuch mit einbauen könnte. Das heißt, also es ist nicht bei mir, das kann ich euch dazu sagen, für mich hört es nach so einer Podcast-Folge normalerweise nicht auf. Ich versuche immer mit den Leuten noch in Kontakt zu bleiben, das vielleicht an der Stelle noch, denn ja, ich gebe das, was ich irgendwo aufschnappe, gern weiter und wenn ich denke, es könnte passen, dann schicke ich demjenigen einfach, was derjenige draus macht. Ist nicht mein Bier, aber ich habe für mich was Gutes getan, ein bisschen was aufs Karma-Konto eingezahlt und vielleicht hilft es mir irgendwann mal. Ja. Aber ja. Vielen, vielen Dank für dein Feedback. Ja, und eine Stunde über Golfhandtücher. Ich habe auch schon mit dem Herr Götze, glaube ich, mich eine halbe Stunde über Socken unterhalten. Auch spannend, ja.
Aber nochmal, Richie, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich definitiv auf die nächste Folge, auf unser gleich noch folgendes kleines Gespräch, genau. Und kann dir nur sagen, einen schönen Tag noch und bis demnächst. Ja, und dir gute Besserung nochmal. Ne? Vielen Dank. Ja, und auch schönes Spiel. Danke, danke. Mach's gut und ciao. Jo. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.